Herzlich willkommen zu meiner Ateliertour. Ja, also wir sind jetzt hier im Atelier und ich habe mein Atelier hier seit fast nun 4 Jahren in diesem denkmalgeschützten Haus. Und ja, wir fühlen uns hier sehr wohl. Das ist ein Eckhaus mit, wir haben hier 3 Schaufenster in dem Laden und hier vorne befinde ich mich auch schon gleich in so einem etwas abgeteilten Bereich. Das ist nämlich der Schutzeselladen, weil der Schutzesel ist halt eine von mir erfundene Figur, den gibt es nur hier. Hat aber auch was mit Unna zu tun, weil Unna hat ja als Symboltier den Esel. Wir haben auf dem Marktplatz einen Eselsbrunnen und deshalb passt der Schutzesel einfach wunderbar hier hin. Er funktioniert als Glücksbringer, aber auch sonst überall. So, und hier ist also der Schutzeselladen, wo wir also mehr, wo wir viele Schutzeselprodukte finden und kleine Geschenkartikel. Das hier sind zum Beispiel die beliebten Schutzeseltaschen. Die Schutzeseltaschen, die näht meine Tante für mich. Die war früher Lehrerin für Textilgestalten und Kunst und hat also jahrzehntelange Stoffe gesammelt. Und jetzt werden halt diese Schutzeseltaschen hergestellt, extra für uns. Und jedes ist ein Unikat und der absolute Renner hier. Also die Leute kaufen die sehr gerne, verschenken die. Und es ist natürlich auch ein Glücksbringer und es sind alles Unikate. Aber zum Schutzesel machen wir auch noch ein separates Video, weil da gibt es so viel zu erzählen. Und das machen wir dann separat. Was auch noch ganz interessant ist halt hier im Laden, ist halt die Minikunst mit unserem Bestseller Ab hier bitte lächeln. Die Minikunst ist einfach, sind so kleine Holzblöcke, alles original, ich male da original drauf. Und das Coole ist einfach, dass man die auch einfach hinstellen kann. Aufs Nachtschränkchen oder auch an die Wand hängen. Das haben wir hier vorne mal gezeigt, ne? Dass man dann auch so wirklich so ein, ja, das zusammenstellen kann. Viele verschiedene Kunstwerke. Dann haben wir natürlich hier unsere Postkartenabteilung in einem ganz tollen alten Aktenschrank, den wir in einem Vintage-Laden gekauft haben. Da haben wir dann ganz oft von Originalen von uns halt Postkarten gemacht. Das hier ist zum Beispiel ein sehr beliebtes Bild, die Tänzerin und der Gorilla. Ja, gibt es natürlich spezielle Karten auch. Natürlich vom Schutzesel, aber auch von Unna. Also das wird sehr gerne genommen. Und dann haben wir hier noch die Buchabteilung. Auch wieder mit dem Esel natürlich. Das sind die unglaublichen Geschichten, die ich mit Klaus Seifert haben wir 2 Bände gemacht. Ich habe die illustriert und er hat es geschrieben. Und dann haben wir noch mein Kinderbuch. Das ist, habe ich geschrieben und illustriert. Halt, handelt um den Eselsbrunnen in Unna. Und so sieht es innen drin aus. Ist mittlerweile auch ein Bestseller und viele Unna-Kinder freuen sich darüber, dass sie halt den Esel Emil im Buch wiedererkennen und nachher sogar auf dem reiten können, also auf dem Eselsbrunnen. Viele fragen mich auch tatsächlich, haben sie auch einen eigenen, also haben sie auch einen echten Esel? Also nee, ich kann den gut malen, aber das reicht dann auch. Also dann haben wir auch noch unsere Schutzeseltaschen. Also Umhängetaschen, da passt das Handy rein, Schlüssel und die sind auch total süß und jetzt ganz neu. Und es gibt auch noch Tassen vom Schutzesel, die kommen jetzt nächste Woche wieder rein. Zeigen wir euch dann auch nochmal in einem anderen Video. Ich trage, das ist mein Lieblingsring. Also jeder, der mich kennt, kennt mich eigentlich nur mit diesem Ring die letzten 3 oder 4 Jahre. Und zwar ist das eine französische Firma, eine Glasbläserei, und die stellen das wirklich in Handarbeit her und dann wird das gefüllt mit einer Flüssigkeit oder, das ist auch total süß, kann man schön in der Sonne sehen, also mit so kleinen Goldkügelchen. Und wenn mich die Leute fragen, was da drin ist, sage ich immer, es ist Feengoldstaub. Und es gab schon Leute, die dann gesagt haben, echt? Ja, natürlich echt. Drehe ich einmal, kann ich alle Wünsche erfüllen. Und das Herz ist auch voll süß. Ja. Mag ich. Ja, genau. Hier ist unsere Hundeabteilung. Da ist das lebende Modell. Unser Atelierhund Cosmo. Hallo. Cosmo ist eine Mischung zwischen Bernersen, Schäferhund und Labrador. Und wirklich die liebste Seele hier bei uns. Cosmo ist 11. Und Cosmo ist einfach toll. Und, magst du Käse? Käse? Ja. Ja, Käse mag er.
Und ich mache auch Hundeporträts. Also ich mache auch Katzenporträts oder Kanarienvögel oder wenn jemand eine Giraffe hat, male ich die auch. Aber die meisten Leute wollen tatsächlich Hunde- oder Katzenporträts. Und das ist jetzt hier die Abteilung, die Hundeabteilung. Ich brauche einfach nur ein gutes Foto, wo man die Augen richtig sehen kann von dem Tier. Und daran halte ich mich dann und dann entstehen halt diese tollen Porträts von eurem Liebling. Ja. Eine Herzensangelegenheit. Tada! Also ich bemale auch total gerne. Ich mache natürlich alles gerne, aber das ist auch so eine Lieblingsbeschäftigung von mir, alte Taschen auf Flohmärkten und Vintage-Märkten zu sammeln. Und ja, die bemale ich dann mit so einer speziellen Lederfarbe. Also die ist hochflexibel, das bröckelt nicht. Da kann man drüber kratzen, das geht nicht ab. Und das ist natürlich besonders wichtig, dass man die Sachen auch tatsächlich im Alltag benutzen kann. Und so kann man halt in alten Taschen wieder ein neues Leben einfügen. Und ja, die finde ich total schön. Und aber ich bemale halt auch Jacken. Das ist jetzt eine Jeansjacke, aber ich bemale halt auch alte Lederjacken. Ja, und dann kommt man mit in den weiteren Teil hier. Das hier ist so eine Mischung zwischen Ausstellungsfläche und Atelier, weil hier arbeite ich tatsächlich auch. Aber wir haben ja auch wechselnde Ausstellungen. Die Wand war vorher hier weiß, die haben wir jetzt schwarz gestrichen, weil wir einfach auch mal zeigen wollten, dass Kunstwerke halt auf einem dunklen Hintergrund auch total gut aussehen können. Und so hat man dann nicht nur diese weißen Wände, sondern auch mal wirklich eine dunkle Hintergrundwand. Und man sieht ja, wie toll die Farben da ja, einfach hervorstechen. Wir arbeiten natürlich auch gerne mit wirklich knalligen Farben und ja, farblos sind unsere Kunstwerke auf jeden Fall nicht. Diese Kunstwerke, diese Kunstobjekte sind halt alte Farbdosen und das wird dann auch lackiert und sieht dann wirklich so aus, als wenn die Farbe so ganz frisch gerade erst drauf gemacht ist, aber das ist natürlich schon alles trocken und das mag ich total gerne. Und ich mache das auch extra so, dass es so aussieht, als wenn es gerade runtergelaufen wäre. Also wenn man es dann hinstellt, sieht es aus, oh Gott, da ist jetzt gerade die Farbe auf den Tisch gelaufen. Und diese alten Koffer, die haben auch eine Geschichte. Erstmal die Farbe ist natürlich der totale Hingucker. Und es sind tatsächlich alte Koffer von alten Bohrmaschinen, die ich mal gefunden habe und dann ja, weiter bearbeitet habe. Und die begleiten mich schon ein bisschen länger auch und die werden immer bei jedem... bei jeder Kunstausstellung kann man die natürlich auch so toll hinstellen, dass es dann auffällt und es dann zumacht. So, dann bleiben die also auch stehen. Ja, Achtung, hier kommt die Kunst. Mein Lebensgefährte gestern macht die Fotos. Da waren wir zum Beispiel auf Kuba in Havanna und da ist das Foto entstanden. Und wir lassen uns halt dann viel von Reisen beeinflussen. Reisen gerne und machen dann im Anschluss daran einfach Kunstausstellungen mit Kunstwerken, die dann da durch diese Inspiration entstanden sind. Und hier ist unsere Postergalerie. Also von den Kunstwerken gibt es dann auch manchmal, also nicht von allen, aber von manchen gibt es halt auch Poster, die kann man kaufen und auch im Online-Shop dann bestellen. Ja? Die werden dann in so coolen Rollen transportiert, damit sie nicht kaputt gehen. Also das hier ist zum Beispiel der Papierabroller und den habe ich mal auch auf einem Vintage-Markt gefunden und der ist wirklich cool, weil der ist ja schon, ich glaube, 80 Jahre alt. Also der ist wirklich cool, also funktioniert und das Papier ist auch noch original. Manchmal traue ich mich das gar nicht zu benutzen, weil ich denke so, huch, dann ist es nachher irgendwann weg. Also das ist schön und naja. Ich sammle halt auch gerne Sachen. Alles, was praktisch ist, muss dann nicht gerade doof aussehen. Also das finde ich zum Beispiel auch cool. Vor allem dieser Tesafilm-Abroller ist eine totale Designerfindung. Ast rein. Und unsere Postkarten und Minikunst wird bei uns immer in diese Tüten eingepackt. Immer wenn ich Farbe übrig habe, dann will ich die nicht wegschmeißen oder so. Dann stempel ich die immer auf diese Tüten drauf. Und die Leute, die sammeln die schon fast richtig. Und es sind tatsächlich da auch schon Kunstwerke draus entstanden. Also hier zum Beispiel wird sich ja auch anbieten, wenn man die einfach so zusammenlegt, kann man es schon fast einrahmen, oder? Das ist schon fast ein Kunstwerk an sich. Genau, und da ist zum Beispiel auch eine Tüte schon eingerahmt. Das war von der Frida Kahlo. Da kann man auch ganz gut sehen. Da haben wir die Minikunst, habe ich dann gesprüht, habe vorher eine Schablone gemacht. Und immer wenn dann was übrig geblieben ist, also hast du ja Farbe auf der Schablone drauf, das habe ich dann praktisch also auf die Tüte drauf gedruckt.
Und so ist dann das entstanden. Ich fand es einfach so toll, auch in Verbindung hier mit dem Punktemuster, ist einfach genial. Oder hier zum Beispiel auch, das ist aus einem alten Atlas aus den 60er Jahren. Wirklich so ganz tolles altes Papier und passt einfach dann zu Frida Kahlo. Und dieser alte Rahmen, den habe ich auch in einem Vintage-Laden gefunden, der ist aus den 60ern. Das ja, funktioniert einfach zusammen total gut. Und das hier zum Beispiel ist der absolute Glücksbringer hier. Der muss immer mit. Ich sagte ja schon, dass ich hier halt auch arbeite, also Kunstausstellung, aber hier wird auch tatsächlich gearbeitet. Das ist dann mehr im hinteren Bereich. Also hier diesen alten Tisch von Oma, der wird also auch zum Zeichnen und Malen auch benutzt. Das ist mein Lieblingsarbeitsstuhl, der tatsächlich auch schon ein paar Jährchen auf dem Puckel hat. Habe ich in einer alten Garage gefunden, den wollten die wegschmeißen und ich liebe diesen Stuhl. Den hatten wir auch in Berlin mit und der ist einfach klasse. Also hier habe ich dann eine Möglichkeit dann zu arbeiten, dann Aquarelle zu machen und mich ein bisschen auszubreiten. Und dann habe ich hier auch noch meinen geliebten Stehtisch. Also ich arbeite viel im Stehen, macht mir nichts aus. Ich kann nicht am besten Luft holen, durchatmen und mich auf die Sachen konzentrieren, was ich machen möchte. Und ich arbeite ja total gerne mit den Filzstiften auch. Natürlich hier auch meine geliebten Aquarellfarben. Und ganz oft kombiniere ich einfach auch Fineliner, Aquarellfarbe und auch Filzstifte oder was ich gerade dann so finde, also Gelstifte. Ich packe dann alles zusammen in ein Bild. Das macht am meisten Spaß. Ja. Ich lege mich dann nicht so fest. Also ich arbeite gerne so Mixed-Media-mäßig und das ist cool. Mein Tisch ist es eigentlich ziemlich aufgeräumt. Alle, die mich kennen, wissen, dass das eigentlich gar nicht mein Ding ist. Es dauert ungefähr 2,5 Minuten, dann schaffe ich es, diesen Tisch in das totale Chaos zu verwandeln. Aber ja, Künstler halten. Naja, man kann auch sehen hier die Matte, die hat schon einiges mitgemacht. Ja, das ist also ein Zeitzeuge sozusagen. Und das Wichtigste ist natürlich so ein dickes Buch, wo man gute Ideen, Kontakte und alles, was einem so einfällt, sammelt. Also ich liebe es wirklich handschriftlich, die Sachen festzuhalten. Also ich mag das total gerne, wirklich handschriftlich die Sachen festzuhalten, hat irgendwie was. Und zum Beispiel, was ich auch total gerne mache, ist, wenn wir reisen, habe ich immer so ein kleines Notizblöcklein mit, auch meine Aquarellfarben, aber einen kleineren Kasten. Und da werden dann halt immer die Erinnerungen festgehalten. Und ich habe halt gemerkt, dass wenn man das sich so irgendwo hinsetzt und sich die Zeit nimmt und das malt, dass es viel mehr in seinem im Gedächtnis drin bleibt. Und man kann das ganz, also ich brauche mir nur diese Bilder angucken, dann weiß ich sofort, ach, das war da und da und da haben wir das und das vielleicht gegessen oder ich habe mich so und so gefühlt. Also man hat da eine ganz andere, einen ganz anderen Bezug dazu. Das ist eine sehr schöne Erinnerung an Reisen dann halt. Ne? Ja, das ist schon richtig voll. Ja, kriegt man gleich Fernweh. Jetzt habt ihr schon einen Eindruck bekommen von den ersten beiden Räumen, vom Schutzeselladen und hier vom Atelier und von der Galerie. Und da hinten ist auch noch ein Raum. Den zeigen wir euch das nächste Mal. Da starten wir nämlich eine Aufräumaktion und zeigen euch auch ein bisschen mehr, wie man so Sachen aufräumt. Und ja, sich von Sachen trennt, die man unbedingt meint, sammeln zu müssen. Aber das ist ja auch mal spannend. Und dann haben wir hier noch den, vor einem Jahr haben wir den Fußboden hier neu gemacht. Der ist total schön. Da bin ich ganz stolz drauf, weil das ist wirklich so ein Wohlfühlfaktor. Und generell fühle ich mich ja sowieso sehr wohl in meinem Atelier. Es ist so ein Rückzugsort, hier kann man kreativ sein. Aber nicht nur ich fühle mich hier wohl, sondern auch der Hund. Ja, und alle anderen, die uns hier besuchen kommen. Also es ist also auf jeden Fall hier ein Treffpunkt, mal abgesehen von den Vernissagen und Ausstellungen, die hier stattfinden, wo wir auch immer hier volles Haus haben. Da wundert man sich, wie viele Leute hier reinpassen in einen relativ ja, kleinen Raum. Aber es ist auch immer wieder ein Treffpunkt, wo die Leute gerne hinkommen. Wir sind ja hier direkt gegenüber vom Krankenhaus lokalisiert, wo wir auch sehr viel
Kunden vom Krankenhaus haben und dann so diese positive Ausstrahlung, die wir hier vermitteln wollen und auch mitgeben, das kommt sehr gut an bei den Kunden und deshalb haben wir immer Leute, die auch immer wieder hier reinkommen, die was kaufen, uns aber einfach auch auf ein Schwätzchen besuchen. Das finde ich sehr schön, das macht echt Spaß. Abonniert jetzt gerne unseren YouTube-Kanal und folgt uns auf Social Media.